Ich habe die Welt bereist und lernte ein, zwei Dinge, die man Weisheit nennen mag. Vieles habe ich jahrelang studiert. Bis zu unserem Durchbruch wirst du lernen, jeden Tag. Übe und mein Wissen wird ein Teil von dir. Erster Schritt. Schreibst du gut? Naja. Lerne, wie man liest und schreibt und wie man Worten Glanz verleiht, wenn wie man schreibt. Sprache. Schon sehr bald sprichst du nicht mehr wie ein Seemann, sondern voller Poesie. Jeder Silbe eine Note, eine neue Melodie. Ame oui. Ame oui. Gut. Dein Verstand wird gewandt. Lerne Dialog und Wahrheit, wie sie Plato einst erfand. Lerne Ursache und Wirkung und schau über deinen Tellerrand. Wenn du glaubst, du hast genug, hört dein Herz es richtig zu. Es begreift Philosophie und lernt zu kämpfen ohne Wut. Wie gut das wird. Sagt mir, was ihr wisst, wie man liest und schreibt, wie man spricht und denkt. Die Gelehrsamkeit wächst mit jedem Tag, wenn die Nacht zum Graben bleibt. Wenn wir erst Licht im Tunnel sehen, kehr ich zurück in mein Marseille. Du Mercedes schon auf mich wartet. Dann, wenn sie in meinen Armen liegt, wird die Vergangenheit besiegt, endlich vorbei, vorbei für immer. Manchmal holt uns die Vergangenheit wieder ein, manchmal ist Wahrheit nicht so, wie sie uns erscheint. Bade nicht in ihrem Sog, wenn dein Traum längst verflog. Was meint ihr mit, manchmal ist die Wahrheit nicht so, wie sie uns erscheint? Ach, nichts. Nur das Gemurmel eines alten Mannes. Hol mir den großen Löffel. Mercedes wird warten. Wir haben es uns versprochen. Niemals allein. Nicht schon wieder. Ja, schon wieder. Du hältst den Rücken gerade. Die volle Streckung deines Atems muss dir in Fleisch und Blut übergehen. Bleib mit dem Rücken an der Wand. Nicht bewegen. Dein Oberkörper darf sich keinen Millimeter von der Wand entfernen. Jetzt nochmal. Und nochmal. Um den Stoß perfekt zu führen, wiederhol dieses Ritual. Und beherrsch du es im Schlaf, dann wiederhol die Wiederholung nochmal. Jetzt die Lunge. Her mit dem Stein. Wenn du klatscht, lass ich ihn fallen. Halt den Rücken an der Wand. Mach den Ausfall weit nach vorne und sei schnell genug mit deiner Hand. Ah, schließ die Augen, schließ die fest. Sag mir alle Namen derer, die du in Gedanken triffst. Und erkenne in den Gesichtern ein Geheimnis, das du nie vergisst. Es sind drei. Jongleur, Mondego und einer mehr. Geh fort, ihn zu durchschauen, fällt mir schwer. Das sind die drei, die mich verfolgen. Wenn mich auch sonst jeder verlässt, bleibt doch für immer Mercedes. Nur ihr Gesicht hält mich am Leben. Ich gebe nicht auf. Der Zorn hält dich in seinem Bann. Er treibt mich an. Doch er zerstört, was dir gehören kann. Junge, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Vor all dem hier war ich ein Priester und Gelehrter im Dienste des reichsten Mannes der Welt, Graf Cesare Spada. Nun, wenn ich dir verraten würde, dass es einen Schatz gibt, größer, als ich die Welt je erträumen könnte, unvorstellbare Reichtümer, und nur ich weiß, wo er versteckt ist, was würdest du sagen? Du glaubst mir nicht, aber es gibt solch einen Schatz.
Wenn die Arbeit am Tunnel weiter so vorangeht wie bisher, werden wir innerhalb eines Jahres frei sein. Ich werde diesen Schatz mit dir teilen. Aber du musst die Dämonen in deinem Inneren befreien und auf Gott vertrauen, mein Sohn. Vertraue auf Gott. Ich will Gerechtigkeit. Und wenn Gott mir keine Gerechtigkeit gibt, werde ich selbst für Gerechtigkeit sorgen. So wie sie es verdienen. In mir spiegelt sich die Fratze ihrer Niederträchtigkeit, wenn sie der Wahrheit ins Gesicht sehen, voller Lügen und Leid. Ich werde sie gnadenlos vernichten, der falsche Weg, wie Irre und Fluss, und dann sie erschonen und dann jagen bis auf wird gut. Gott, ich hab nur diesen Freund auf der Welt. Nimm mir nicht den einen Freund auf der Welt. Bitte rette ihn. Ich bitte dich. Nur einen Tag. Einen Tag in Freiheit in deinem Licht. Keine Nacht in Freiheit mehr will ich nicht. Gott im Himmel,